Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem kleinen Kurzfazit und einer kleinen Regelerklärung zum neuen Hitstar Music Bingo. Das Ganze ist für 2 bis 10 Spieler von Jumbo Spiele, dauert ungefähr 30 Minuten pro Partie. Und ich erzähle euch gleich so ein bisschen, wie man dieses Spiel spielt. Ich gebe euch noch eine kleine Hausregel an die Hand, die uns sehr weitergeholfen hat. Und nach der Regelerklärung kommen wir dann zu einem kleinen Fazit wieder. Bis gleich. Ich habe das Spiel hier einmal für 3 Spieler aufgebaut. Jeder Spieler bekommt so ein doppelseitiges Bingo-Tableau. Die sind alle unterschiedlich von den farblichen Kästchen her. Jeder bekommt natürlich einen Stift. In der Mitte legen wir das Spielbrett bereit. Da müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die A- oder die B-Seite spielen wollt. Ich kann euch eher die B-Seite, das ist die etwas schwierigere Seite, empfehlen, weil hier auf der A-Seite die Kategorien Songtitel und Interpret fehlen und wir hier ja die halt andere, etwas leichtere Kategorien haben, die ich aber alle nicht so schön finde. Wir können die einmal kurz durchgehen. Hier muss man quasi sagen, in welchem Jahrzehnt das Lied hier veröffentlicht wurde. Hier muss man plus minus 2 Jahre treffen. Hier muss man nur sagen, es sind 2000er oder nicht. Hier muss man 4 Jahre plus minus treffen. Und hier muss man sagen, bei dem Grünen, ob es eine Band war oder ob es ein Einzelkünstler war. Und wenn wir das Ganze umdrehen, dann haben wir die anderen Kategorien, die ich dann auch nochmal ganz kurz mit euch durchgehe. Hier bei Grün müsst ihr den Songtitel erraten. Lila haben wir hier wieder das Jahrzehnt, was ihr erraten müsst. Bei Gelb müsst ihr den Interpreten erraten. Bei Blau haben wir hier plus minus 3 Jahre, die ihr raten müsst. Und bei dem Pinken, da müsst ihr quasi das ganz genaue Jahr treffen. In die Mitte legt ihr die Hitzerkugel. Die müsst ihr natürlich vorher einmal anschalten. Könnt ihr hier in der Mitte mit dem Anschalter machen. Batterien sind, glaube ich, nicht enthalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann legt ihr diese Diskokugel hier erstmal auf den Ständer. Dann habt ihr auf jeden Fall ein paar Hitzerkarten, die ihr bereitlegt. Ihr könnt entweder so ein paar Stapel hier auf die einzelnen Kategorien verteilen, aber das hat eigentlich keinen Mehrwert. Das heißt, ja, wir legen einfach einen Hitzerstapel bereit und ziehen dann immer, ja, wenn wir die Kategorie dann irgendwie auswählen wollen. So, und dann funktioniert das ganz einfach. Ihr werdet einen DJ wieder beauftragen, der das Ganze führt und der sich dann sozusagen immer diese Hitzerkarten nimmt und diese dann abscannt. Das mache ich jetzt nicht nochmal vor, das mache ich mit meiner Hand so ein bisschen symbolisch nach. Ihr wisst dann schon, wie das gemeint ist. Vor allen Dingen kennt ihr ja wahrscheinlich auch Hitstar. So, wenn es losgeht, dreht einer die Kugel. Das kann der DJ sein oder irgendwie ein beliebiger Spieler. Ist eigentlich völlig egal. Und ihr dreht die, dann seht ihr schon, dass das Licht hier so anfängt zu leuchten. Dann warten wir, wo das Ding stehen geblieben ist. In diesem Fall auf der pinken Kategorie. Das heißt, jetzt müssten alle Spieler hier das genaue Jahr treffen. Der DJ nimmt sich die oberste Hitzerkarte, scannt die ab. Dann fängt die Musik an zu laufen und nun haut der DJ auf die Kugel, denn ab jetzt sind 25 Sekunden hier auf diesem Timer. Die Kugel ist hier quasi gleichzeitig ein Timer und alle Spieler haben jetzt 25 Sekunden Zeit, hier auf ihre Tafel die Lösung zu diesem Song aufzuschreiben, den sie jetzt gerade hören. Und ja, kann man jetzt irgendwie sagen, 1979 schreibe ich jetzt hier auf, er hat auch irgendwas aufgeschrieben, natürlich irgendwie im Geheimen. Und dann decken wir das Ganze auf, wenn es auf rot ist, dann ist quasi die Zeit vorbei. Wir drehen um, dann steht hier 2012. Ich habe es natürlich jetzt nicht gehört, deswegen wusste ich auch nicht, was es ist, aber ich hätte es wahrscheinlich sowieso nicht gewusst. Aber wenn ich das dann falsch habe, dann wische ich das hier einfach weg und es geht in eine neue Runde. Das gilt dann natürlich für alle. Falls ich das richtig hatte, darf ich in der jeweiligen Kategorie, die gerade dran war, hier ein Kreuz auf meinem Bingo-Zettel machen. Und das machen wir so lange, bis ein Spieler Bingo ruft, denn er kann Bingo rufen, indem er entweder eine komplette Spalte mit Kreuzen voll hat, entweder oder eine komplette Reihe, oder er kann auch hier die Diagonale mit Kreuzen voll gemacht haben und der Erste, der das geschafft hat, der hat das Spiel gewonnen. So läuft es im Grunde genommen ab und jetzt gibt es noch so ein paar Hausregeln, die ich euch empfehle. Wir haben festgestellt, dass einfach viele Lieder ja nach 25 Sekunden noch gar nicht so richtig losgegangen sind. Das gilt vor allen Dingen für die etwas älteren Lieder, also ja 80er und früher. Das heißt, irgendwie nach 15, 20 Sekunden weiß man irgendwie noch nicht so richtig, außer man kennt es natürlich genau. Und ja, man möchte die Lieder vielleicht auch einfach ein bisschen länger hören. Wir haben eine Hausregel eingeführt, bei der ja, der Erste, der quasi dann hier etwas aufschreibt, wenn es dann zum Beispiel um den Interpreten geht, und der schreibt dann, ja, alle, also der DJ macht quasi ganz normal seine Drehung hier oder irgendjemand mit der Kategorie, dann wird die Kategorie gewählt. Der DJ nimmt sich die Karte, scannt die ab und dann geht die Musik los. Er haut dann aber nicht auf die Kugel, sondern derjenige, der als Erstes seine Antwort aufgeschrieben hat, irgendwie, ja, der haut dann auf die Kugel und dann
darf er natürlich nichts mehr ändern und alle anderen Spiele haben dann noch 25 Sekunden Zeit, was tatsächlich ein bisschen lang ist. Man könnte auch sagen, sie haben so lange Zeit, bis die Kugel nur noch langsam fängt an zu blinken. Also derjenige, der das aufgeschrieben hat, kann das ja quasi kontrollieren. Ja, bis sie dann was aufgeschrieben haben müssen, so setzt derjenige, der das vielleicht als erster wusste und ja, es irgendwie früher erkannt hat anhand des Liedes, die anderen so ein bisschen unter Druck. Und es ja, führt ein bisschen eher dazu, ja, dass man so ein bisschen auch auf Schnelligkeit geht. Das funktioniert besonders gut in den Kategorien Interpret und Songtitel, in denen, wo man nur das Jahrzehnt oder das Jahr raten muss. Da muss man das vielleicht nicht unbedingt machen, aber auch da macht es manchmal Sinn. Das ist so die Hausregel, die ich euch empfehlen kann. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, mit Seite B zu spielen. Und ansonsten bietet sich das Spiel natürlich auch für Hausregeln an. Was macht ihr zum Beispiel, wenn einer schon alle Kategorien voll hat? Darf er sich dann vielleicht eine Kategorie aussuchen mal? Oder darf er anstelle des lilanen Kreuz, wenn er alle schon lilanen Kreuze schon hat, darf er dann vielleicht woanders ein Kreuz machen oder ein halbes Kreuz? Das könnt ihr dann so ein bisschen hausregeln, wie ihr wollt, je nachdem, in welchen Kategorien ihr dann auch besonders gut seid. Das zu Hitster Music Bingo und den Regeln. Das war's mit den Regeln zu Hitster Music Bingo. Und jetzt erzähle ich euch noch ganz kurz, wie mir das Spiel denn eigentlich gefällt. Wie ihr es vielleicht schon erahnen könnt, mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut aus mehreren Gründen. Es gibt aber auch Kritikpunkte, die ich äußern muss. Das erste ist einmal der Spielfluss. Der Spielfluss verändert sich. Wer das alte Hitster kennt, und ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt das alle, der weiß, wir mussten immer Karten nehmen, wir haben Karten zugeordnet bekommen und mussten diese dann in unseren Zeitstrahl einordnen. Jetzt spielen wir ja alle gleichzeitig. Das heißt, dieses in den Zeitstrahl einordnen fällt weg. Dafür haben wir diese unterschiedlichen Kategorien, dass wir ja jeden Song im Grunde genommen in einer unterschiedlichen Kategorie irgendwie bearbeiten müssen. Entweder müssen wir den Songtitel kennen, wir müssen den Interpreten kennen, ne, wir müssen es ungefähr einordnen, aber wir haben nicht mehr diesen einen Zeitstrahl, wo wir dann vielleicht doch so einen Hitster-Token ergattern können, wenn wir sogar den Interpreten und den Titel wissen. Nein, das ist diesmal nicht der Fall. Aber wir können wenigstens alle gleichzeitig spielen. Das ist so cool. Denn bei Hitster, bei dem alten Hitster, ist es so, ja, ich muss einfach, wenn jemand dran ist und seine Karte nimmt und dem Song lauscht und auch irgendwie, ja, keine Anstalten macht, das Ganze irgendwie, ja, fortzuführen oder sich zu entscheiden, muss ich die ganze Zeit zugucken. Und ich darf eigentlich gar nichts von mir geben. Ich muss Pokerface zeigen, weil ich ihm ja sonst Tipps gebe, und die dann vielleicht weiterhelfen würden, das in den Zeitstrahl einzusortieren. Ich kann tatsächlich deswegen ziemlich gut und passiv der Musik lauschen und die Musik so ein bisschen abfeiern. Das ist gerade ja in größeren Gruppen der Fall, dass die anderen Leute so nebenher ein bisschen mitsingen, ein bisschen die Musik feiern und nur der dran ist, so ein bisschen über die Musik grübelt und gar nicht so richtig die Musik genießen kann. Das ist jetzt ein bisschen anders hier in dem neuen Hitster. Erstmal, wir spielen natürlich alle gleichzeitig. Das ist super cool. Wir haben null Downtime mehr. Jeder spielt und gerade wenn ihr dann auch noch die Hausregel benutzt mit den Buzzern, nach denen der Erste irgendwie was aufgeschrieben hat, dann kann der dann auch irgendwie die Musik genießen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt tatsächlich alle gleichzeitig grübeln und die Musik ja nicht mehr so in der Gruppe genossen werden kann. Da braucht es wirklich einen feinfühligen DJ, der dann checkt, okay, ist das Lied irgendwie, haben alle ihre Antwort aufgeschrieben, sind sich irgendwie alle sicher, ist das Lied cool, lassen wir das noch ein bisschen laufen, damit alle noch, nachdem sie ihre Antwort aufgeschrieben haben, den Song einfach noch ein bisschen weiterhören können. Da ja, bedarf es einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber grundsätzlich, wir haben keine Downtime mehr und das ist mega, fühlt sich allerdings auch ein bisschen anders an als bei dem normalen Hitster. Dann haben wir das Material. Das Material ist standardmäßig mit den Karten einfach toll. Die QR-Codes funktionieren super. Teilweise funktionieren die so gut, dass ich irgendwie, ja, die waren, sind so zwei überlappend, so halb einander und dann hat er sogar den unteren irgendwie schon gescannt, keine Ahnung. Sind halt einfach ganz normale QR-Codes und es funktioniert einwandfrei. Ich finde die Disco-Kugel tatsächlich auch ziemlich cool. Wenn man sie stark genug dreht, geht ja dieses weiße Licht an. Das muss man ja ein paar Mal gemacht haben. Ich habe auch schon ganz viele in den Runden gehabt, die dann immer nur so ein bisschen gedreht haben und dann geht das Licht halt nicht an. Und dann muss man halt wissen, dass wenn man dreht, man nicht auch noch nach unten hauen soll, also nicht runterdrücken soll, weil dann das Licht dann angeht, diese bunten Farben, die dann blinken. Aber das ist eigentlich auch kein Problem, denn man kann diesen ganzen Timer von 25 Sekunden direkt einfach immer wieder neu starten, indem man einfach nochmal drauf haut. Ja, funktioniert einwandfrei, auch das Drehen, das mit den Kategorien. Manchmal landet das so ein bisschen in der Mitte, aber dann kann man,
auch ungefähr entscheiden, welche Kategorie jetzt dran ist. Ich finde die B-Seite von den Kategorien deutlich geiler als die A-Seite. Bei der B-Seite ist es dieses mit dem Titel und dem Interpreten. Für mich sind das zwei Must-Have-Kategorien. Die fehlen auf der A-Seite. Da hätte man vielleicht sowas, ja, dieses mit dem, dass das eine Band oder ein Einzelkünstler ist, das hätte man auch irgendwie weglassen können. Das finde ich einfach eine ziemlich blöde Kategorie, muss ich sagen. Aber der Rest ist dann tatsächlich auch ganz gut vereinfacht worden, sodass das wirklich sehr gut funktioniert, auch im einfachen Modus. Aber ich bevorzuge tatsächlich den schweren Modus. Auch wenn das Spiel dann manchmal ein bisschen dauern kann, aber mit der Hausregel klappt das eigentlich ganz gut. Was ich tatsächlich ein bisschen bemängeln muss, ist, dass... Ja, oder was heißt Bemängelung? Aber in den Regeln ist nicht klar angegeben, was passiert, wenn jemand eine Kategorie schon voll hat. Auch das würde ich vielleicht irgendwie hausregeln. Ich meine, wenn alle schon irgendwie die lila Kategorie, weil das vielleicht die leichteste Kategorie ist, schon voll haben und es wird aber immer wieder lila gedreht, ja, dann kann man auch irgendwie sich darauf einigen, dass die lila Kategorie einfach neu gedreht wird. Weil, ja, ob man nun den Bingo irgendwie in der Zeile oder in der Spalte macht, ist eigentlich relativ egal, wenn man eh die gleiche Anzahl von lila Kreuzen irgendwie da schon drin hat. Ja, das ist einfach so ein bisschen, aber also es passiert eigentlich auch nur, wenn man tatsächlich ziemlich schlecht ist in dem Spiel, wenn man es lange irgendwie nicht geschafft hat, den richtigen Zeitpunkt zu erraten, den richtigen Songtitel, den richtigen Interpreten. Und was halt cool ist, es gibt immer die Möglichkeit, ein Bingo zu erstellen, auch ohne eine bestimmte Kategorie. Das heißt zum Beispiel dieses, ich muss das Datum genau treffen, das muss ich nicht immer mindestens einmal richtig beantworten, um Bingo zu haben, sondern ich kann mir auch eine Reihe oder Spalte aussuchen, die diese Kategorie nicht hat. Das finde ich auch wirklich sehr gut gelöst. Dann kommen wir zu der Songauswahl. Ich habe das Gefühl, bei der Songauswahl haben sie tatsächlich ein paar B-Note-Songs genommen oder ein paar B-Seite-Songs genommen. Es sind sehr viele bekannte Künstler auch wieder dabei, aber es sind dann immer so, ja, der drittbekannteste Song oder viertbekannteste Song. Es sind dann tatsächlich nicht so die Superkracher. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass sie die Songs nicht doppeln wollten zu den anderen Hitstar-Teilen. Denn ja, ihr könnt einfach die Karten von allen euren Hitstar spielen. Könnt ihr einfach auch hier in diesem Hitstar-Music-Bingo benutzen. Es macht es extrem vielseitig und ihr habt einfach eine riesige Songauswahl, wenn ihr schon die anderen Hitstar-Karten habt. Lediglich dieses mit der Einzelband und der mit dem Einzelkünstler oder der Band ist auf den alten Karten ja nicht vorhanden, aber das kriegt man auch so raus. Entweder googelt man das oder man bespricht das in der Runde. Das passt schon irgendwie. Alles im Allen eine richtig coole Hitstar-Version, die das Hitstar-Spiel nochmal auf ein anderes Level hebt, beziehungsweise auf, ja, vielleicht nicht ein Level drüber, aber auf ein paralleles Level. Es spielt sich einfach ein bisschen anders, fühlt sich ein bisschen anders an, aber es ist trotzdem grandios. Das war's mit meinem Video zu Hitstar Music Bingo. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich habe euch ein bisschen unterhalten und ein bisschen informiert. Ich würde mich natürlich über eure Unterstützung an dieser Stelle freuen. Lasst gerne ein Abo hier auf diesem Kanal da. Gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt gerne Feedback zu dem Spiel oder auch zu meinem Video hier in die Comments. Ich freue mich über alles, was ich von euch lesen kann und werde es auch fleißig beantworten, wenn ich kann. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne hier noch ein weiteres Video. Ich hätte hier eine Top-Liste aus den letzten Tagen und Wochen und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorgeschlagen hat. Das bestimmt gut. Und ansonsten, ja, stöbert einfach auf meinem Kanal. Ich habe viele coole Brettspiel-Videos hier und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich ciao, ciao.